Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute machen wir mal wieder investigativen Beautyboxen-Journalismus. Und zwar habe ich mir wieder allerhand Produkte aus den ganzen Beautyboxen rausgesucht und mache da einfach mal ein Fullface von und dann gucken wir mal, was die Produkte denn tatsächlich können. Ja, und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe euch in der Infobox die Produkte, die ich verwende, verlinkt. Hier sind auch Timestamps drin und auch die jeweiligen Boxen. Bei der einen oder anderen habe ich ja auch eine Kooperation, sodass ich da vielleicht auch irgendwie euch was Cooles noch mit anbieten kann, sei es ein Rabatt oder, keine Ahnung, bei der Goodiebox zum Beispiel, dass man da die Welcome-Box günstiger kriegt und noch ein Goodie dazu, bla bla. Da sind einfach die aktuellen Links in der Infobox. Und im i verlinkt habe ich euch auch nochmal so eine Übersicht über die ganzen Beautyboxen überhaupt gemacht, wo ich mal jede einzelne Box mir angeschaut habe, was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht und so weiter. Schaut super gerne jetzt oder später in diesem Video einfach mal vorbei. Ja, ich habe bis auf die Augenbrauen auch tatsächlich alles aus Beautyboxen bekommen. Habe mich hier ein kleines Zettelchen geschrieben, um mir auch einen kleinen Überblick zu geben, woher jetzt eigentlich was kommt. Und ich starte auch schon mal mit den Ohrringen, die ich trage. Die kommen nämlich aus der Splendist Limited Edition von der Blessim Box. Das ist ja eine Box, die aus Frankreich nach Deutschland gekommen ist, sage ich jetzt mal. Und da sind Ohrringe Jadaya. Hat mir jetzt im Vorfeld nicht wirklich was gesagt. Ich habe jetzt auch tatsächlich das Video dazu noch gar nicht geschnitten, sodass ich noch gar nicht weiß, wie teuer die eigentlich sind. Die fühlen sich solide an, als könnte man die halt auch ganz normal irgendwie in so einem Bijou Brigitte Shop so bekommen. Ne? Also jetzt nicht super hochwertig, aber auch nicht schlecht. Fand ich soweit so gut und ich finde die eigentlich auch echt hübsch. Also für mich persönlich sind das auch ganz, ganz tolle Ohrringe, die so Frühling rufen, einfach durch dieses Mintgrün. Das passt total, liebe ich mega. Dementsprechend finde ich die einfach jetzt schon mal von der First Impression her, richtig, richtig angenehm. Dann gehe ich zum nächsten Produkt und zwar habe ich in der Symbiosis Limited Edition von der Goodie Box dieses Produkt drin gehabt. Das ist ein Anti-Pollution Pore Refiner Eye Primer in Cream. Ganz spektakulär, das Produkt. Habe ich noch gar nicht ausprobiert. Also alle Produkte, die hier sind, sind eigentlich weitestgehend First Impressions. Das eine oder andere hatte ich vielleicht schon mal so ein bisschen mal da gehabt. Ich gebe mir da ein bisschen was von, jetzt um die Augen drumherum und macht das dann quasi als Pre-Eye-Primer, um das mal so zu sagen. Mal gucken, ob das hinhaut. Normalerweise trage ich meinen Augenprimer ja auf, wenn ich meine Foundation mache, wenn ich meinen Concealer aufgetragen habe. Fühlt sich ganz angenehm an. Wie eine relativ reichhaltige Augencreme. Und hier haben wir ja auch, und das ist auch eben das Spektakuläre daran, Hyaluronsäure und diese Fettsäuren auch mit dabei. Ich gebe mir das auch noch ein bisschen mehr unter die Augen. Denn ich hoffe jetzt, dass wenn ich danach einen Concealer auftrage, der übrigens auch sehr interessant sein wird, dass er dann weniger creasen wird. Vielleicht funktioniert das jetzt richtig gut. Mal schauen, ne? Wäre ja auf jeden Fall mal eine nette Kiste. Fühlt sich sehr reichhaltig jetzt um meine Augen herum an, aber gleichzeitig halt leicht gekühlt, feuchtigkeitsgespendet. Und dann gehe ich zu einem Produkt von Elemis. Das ist dieser Superfood Glow Priming Moisturizer. Da sind jetzt 20 Milliliter drin und den habe ich auch aus einer Goodiebox-Geschichte und zwar die Glow Up Limited Edition, die ich im Januar mit euch zusammen ausgepackt habe. Ich meine, dass ich den auch schon mal da hatte und aussortiert habe, weil er mir gekippt war. Aber jetzt habe ich ja ein ordentliches ist die Cluttering gemacht. Dementsprechend habe ich ja gar nicht mehr so eine Masse und den, ja, könnte ich dann vielleicht sogar mal irgendwann aufbrauchen. Bis wann bist du denn haltbar? Steht hier gar nicht drauf. Nun ja, ne? Genau, den gebe ich mir jetzt hier drauf und ich möchte, upsala, auch in Zukunft sehr gerne Primer verwenden, die ja nicht nur Feuchtigkeit spenden sind, sondern die halt vor allem irgendwie einen Glow schenken oder so, ne? Halt auch noch irgendwie so ein Add-on mitgeben. Und das ist ja auch im Prinzip wie eine Gesichtscreme. Also im Prinzip frische ich jetzt auch meine Skincare-Routine noch ein bisschen mit diesen zwei Schätzen auf, ne? Der spendet Glow. Das finde ich super. Genau das soll für mich dann auch ein Primer machen und nicht nur Feuchtigkeit geben. Ich mag Glow. Dementsprechend ist das schon mal sehr positiv. Wenn er sich jetzt noch gut dann auch verträgt mit, oh, guckt euch diesen Glow an. Ne? Schon sichtbar. Ich sehe es auch in meinen Händen. So ein bisschen Zinnmann-Feeling. Und wie gesagt, wenn er sich jetzt auch noch mit der Foundation und so gut verträgt und jetzt nicht irgendwie abrollt, dann sind wir Freunde. Oh, mit meiner Lichtschutzfaktor-Geschichte von heute Morgen verträgt er sich nicht so gut. Da habe ich jetzt gerade ein paar Krümel. Das passiert. Ja, zum Spaß ist der auf jeden Fall nicht da. Man hat definitiv einen Glow. Also den würde ich nicht nur als Skincare tragen, bin ich ganz ehrlich. Ne? Okay, dann habe ich hier von Eborin die BB-Cream in der Farbe Clear. Das ist auch eine kleine Größe mit 5 Milliliter. Und dieses Schätzelein befand sich in der Niche Beauty Glam Up Bag, die ich mit euch zusammen im März ausgepackt habe. Ich bin mal gespannt. Normalerweise passt mir relativ gut die Farbe Clear. Na, ich mache erstmal eine Seite. Und das heißt, also es könnte wirklich jetzt auch gut hinhauen. Sieht jetzt müh dunkel aus. Müssen wir mal
teilen. Weil BB-Cream hat jetzt ja nicht die ultimative Deckkraft. Jo, das passt farblich. Sehr schön. Sehr, sehr leichte Deckkraft jetzt von dem, was ich aufgetragen habe, ne? Aber trotzdem vorhanden. Ich glaube, das mag nicht jeder, aber ich bin halt ein mega Fan davon, dass wir in diesen K-Beauty-Produkten, was ja Eborian auch ist, ne, auch so einen leichten, kühleren Graustich dann auch mit drin finden. Und ich bin ja vom Hautunterton eher so neutral bis kühl. Das heißt, für mich wäre jetzt so ein wärmerer Unterton, gelberer Unterton nicht ganz so optimal, ne? Deswegen finde ich das immer ganz schön. Ich muss ein bisschen aufpassen, denn ich sehe es tatsächlich an meinem Haaransatz zum Beispiel, ne, dass es ein Tickchen zu dunkel ist, weil ich bin jetzt natürlich auch farbtontechnisch transparent ungefähr. Also ich würde es fast auch gar nicht so unbedingt mehr als normale BB-Cream bezeichnen, wie zum Beispiel die, die man ja so in der Drogerie von Nivea oder so kauft, ne? Das ist schon eher ein Tinted Moisturizer. So, ne? Ich sehe Pinselstriche, dementsprechend versuche ich das jetzt auch mal ein bisschen einzublenden. Mal gucken, das funktioniert ja nicht mit jeder BB-Cream. Da habe ich hier von Brush Art ein Schwämmchen. Das hatte ich in der Notino-Box drin. Habe ich mir nicht aufgeschrieben, in welcher. Läuft. Dann gehe ich einfach jetzt so leicht drüber, um das einzuarbeiten. Doch, das funktioniert. Dann nehme ich mir jetzt nicht allzu viel Produkt ab, sondern nur das, was wirklich überschüssig ist und verteile das. Und die BB-Cream wird dadurch einfach viel schöner nochmal in die Haut eingearbeitet. Das Finish gefällt mir einfach richtig gut, weil das so natürlich aussieht, Leute. Das ist richtig cool. Ja, definitiv, ne? Vielleicht nehme ich die, ich drehe dieses Video nämlich kurz bevor ich mit Dalton den Trip nach Kreta unternehme. Vielleicht nehme ich die sogar mit. Bin gerade sehr happy damit. Ja, den Lichtschutzfaktor 20 kannst du ein bisschen vernachlässigen. Dann habe ich hier von Balea Teint Perfection einen pflegenden Concealer drin. Ja, der hat einfach keine Farbe. Das ist halt so eine tolle universelle Geschichte. War in der Glossy Box Beauty Essentials drin enthalten. Eine relativ fragwürdige Box, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Mal gucken, weil wenn das vielleicht auch nur eine leichte Deckkraft hat, dann könnte das funktionieren. Ich versuche das jetzt erstmal mit dem Pinsel. Ich habe ja letztes Mal auch in den Full Face Beauty Boxen den von Ole Henriksen verwendet. Den trage ich jetzt super gerne im Alltag, ne? Der ist ja auch eher so, ja, No Shade mehr oder weniger. Das funktioniert. Und ich bin ja wirklich, wie gesagt, ne, sehr, sehr hell. Ich glaube, dass es einfach auch daran liegt, dass dieses Produkt ungefähr fast keine Deckkraft hat. Also nur Mühe. Nee, das funktioniert tatsächlich. Das ist gut. Ich bin auch direkt mal mutig. Und gucken wir, ob der auch abdeckt. Ein bisschen schon. Ja gut, dann sieht man den halt auch, ne? Ich glaube, da muss ich gleich auch noch mal ein bisschen mit dem Schwämmchen drüber. Dann nehme ich natürlich auch Deckkraft runter. Hier habe ich so eine Rosacea-Geschichte. Ja, der hat schon so einen gelben Unterton. Das heißt, wenn ich nah dran gehe, sehe ich das halt, ne? Aber gut, ich bin jetzt ja auch noch im Concealer-Stadium hier von meiner Schminkgeschichte. Das heißt, wenn ich nachher noch weitere Produkte drüber gebe, könnte das Ganze sich dann auch schon wieder relativieren. Bislang bin ich wirklich glücklich. Okay, aber jetzt werde ich eben ein bisschen crazy. Ich hatte nämlich ein paar viele Lippenstifte auch in meiner ganzen Kiste so drin, ne? Unter anderem jetzt aus der Colourpop Limited Edition mit Mariel, so ein Lippenstift in der Farbe Digital Twin. Das ist dieser hier. Ich habe mir gedacht, naja, einen Bronzer hatte ich jetzt nicht irgendwo in Boxen drin. Wir können ja mal den Lippi ausprobieren. Warum eigentlich nicht, ne? Oh, weil der halt sehr rötlich ist vielleicht, Claudi. Mal gucken. Vielleicht ist das jetzt richtig cool. Vielleicht wird es aber auch richtig furchtbar. Einfach mal drauf machen. Also schlecht sieht das jetzt noch nicht aus. Kann ich jetzt so nicht behaupten. Und das, obwohl ich bei Bronzer tatsächlich auch immer eher so auf die kühleren Töne gehe, ne? Aber das sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, vielleicht habt ihr ja noch irgendwelche braunen Lippenstifte, die irgendwie kurz vor ich möchte ablaufen sind, ne? Probiert die mal als Contour. Cream Contour, Cream Bronzer. Ist doch eigentlich auch total natürlich und total angesagt. Ja, hier sieht er jetzt schon ein bisschen rötlicher aus. Witzig, warum sieht der hier viel, viel rötlicher aus als auf der anderen Seite? Ich bin happy damit. Das sieht nicht schlecht aus. Wirklich nicht. Ja, man darf sich auch mal wundern, ne? Aber wir haben uns das ja noch nicht aus der Nähe angeguckt. Schlecht sieht's, wie gesagt, nicht aus. Sehr juicy das Ganze. Aber das ist ja mir irgendwie auch ein Stück weit klar gewesen. Hier müsste ich vielleicht ein bisschen schauen, ne? Weil auch mit meinem Wirbel und so, das ist irgendwie alles ein bisschen verrückt. Weil mein Haaransatz natürlich deutlich heller aussieht als das, was ich in meinem Gesicht habe. Aber das ist ja grundsätzlich der Fall. Ja, wir bleiben jetzt aber auch noch erstmal bei ein bisschen creamy Produkten. Da habe ich hier von Glow Hub dieser Blush, den hatte ich in der Look Fantastic Trending Limited Edition. Die dürfte mittlerweile auch raus sein. Doch, die müsste es mittlerweile geben. Das heißt, die müsste ich euch dann vielleicht im April, vielleicht noch im Mai gepostet haben. Wie gesagt, keine Ahnung. Ich bin jetzt so ein bisschen noch in der Vergangenheit für euch, ne? Ja, genau, von Glow Hub. Das ist einmal diese Schätzelein. Da muss ich auch beim Unboxing echt ein bisschen schmunzeln, weil die Form ist krass. In der Farbe Pinched. Auch hier würde ich empfehlen, das erstmal so auf dem Handrücken anzuwärmen, dass man sich erstmal hier so die Farbe hingibt, um das Ganze für sich persönlich auch einfach ein Stück weit erstmal auszuprobieren, dass man da nicht übermannt wird von
Intensivität der Farbe. Das dann vorsichtig erstmal mit dem Pinsel auftragen. Und ich mache das ja auch immer ganz gerne, dass ich da mit meinem Foundation-Pinsel arbeite. Also wirklich bei meinen ganzen Creamy Textures, ne, dass das Ganze sich quasi ja auch ein Stück weit im Pinsel noch miteinander verbindet. Und ja, der ist ja richtig glowy. Einmal Wasser im Gesicht und dann noch irgendwie eine Ölbombe hinterhergeworfen. Krass. Und dass man da auch irgendwie eine gewisse Übergangsgeschichte schon direkt beim Auftragen halt bekommt. Verschmilzt alles so schön miteinander. Ich kann es nicht anders sagen. Ich bin gerade wirklich sehr, sehr positiv angetan. Das war auch schon mal deutlich anders, Leute. Guckt euch mal die Full-Face-Beauty-Boxen-Geschichten an. Von, ich sag mal, vor, wann habe ich das damals gemacht? 2 Jahren oder so. Das ist teilweise so furchtbar geworden. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass es daran liegt, dass meine Skills sich verändert haben, sondern halt auch, ja, die Produkte, die die reinpacken, ne? Weil wir haben alle laut genug gemeckert. Und das ist auch richtig so. Ja, sonst können die Firmen doch auch nichts ändern, ne? Sowohl bei den Produkten, die halt generell von den Firmen direkt rausgebracht werden, als auch in den Beauty-Boxen. Weil man merkt es doch immer wieder, wenn dann halt auch irgendwie wieder so eine Welle kommt, dass die Leute sich beschweren, keine Ahnung, zu viele Nagellacke, zu viele Lippenstifte, zu viele Duschgele, bla bla bla, falsche Farben. Die reagieren schon, manchmal etwas zeitversetzt, aber tatsächlich tun sie es. Und das ist ein richtig tolles Produkt. Ich denke, dass wenn ich jetzt auch noch ein Puder und so weiter auftrage, dass es auch ein bisschen dezenter werden wird. Aber ich glaube, im realen Leben, wo ich halt nicht von so vielen Lichtern beleuchtet werde, also ganz normal bei Tageslicht, wird es auch richtig gut dann noch aussehen. Ihr werdet dann wahrscheinlich gleich nach dem Abpudern nicht mehr allzu viel von den Creamy Textures sehen. Da müsst ihr einfach dann gleich mal kurz auf mein Urteil vertrauen. Achso, ich drehe hier gerade schon rum. Ich habe hier nämlich einen Lippenpflegestift aus der Goodiebox Crush aus April von Youth Lab. Das ist so ein Lipplumper. Und den wollte ich mir jetzt einfach mal auftragen. Ist zwar gefärbt, aber ich habe mir gedacht, dann kann er jetzt ja schon mal die Lippen plumpen. Wenn ich nachher eine Lippengeschichte auftrage, dann haben wir die schon mal vorbereitet. Der hat schon Farbe. Coral Pink. Das riecht so süß und lecker. Ich möchte am liebsten die Tube nehmen und die essen. Richtig angenehm. Also so richtig nach Süßigkeiten damals im Freibad. Danach riecht das nach so einer richtig schönen Süßigkeiten-Tüte. Ich stehe auf sowas, nicht jeder feiert das, weil es ja auch direkt unsere Nase ist, ne? Aber allein so von der Farbe her kann ich mir das auch gut einfach so im Alltag vorstellen, so zu tragen. Voll meins. Hier habe ich jetzt von Morphe das Bake and Set Setting Powder in der Farbe Translucent. Umstrittene Marke, werden wir trotzdem mal ausprobieren. Das ist in der Look Fantastic Trending Beauty Edition auch drin gewesen, die ich dann auch letztens mit euch ausgepackt habe. Ja, mal gucken. Vielleicht ist es ja auch total großartig und ich freue mich jetzt darüber und sehe darüber hinweg, was dann quasi so generell im Background mit der Marke ist. Guckt dazu einfach gerne bei Contra Junkie vorbei, bei der lieben Kathi. Die hat da wirklich ein sehr, sehr ausführliches Video gemacht, ein sehr aufklärendes Video, ne? Loses Puder gebe ich mir in den Deckel. Und das werde ich auch komplett übers ganze Gesicht geben. Okay, dafür, dass es translucent ist, hat es doch einen ziemlichen Gelbstich am Start. Ich glaube, ich versuche das jetzt auch erstmal mit einem feuchten Schwämmchen um meine Augen herum. Das hat nämlich hier oben diese Spitze so schön, das mag ich ja, ne? Macht einen schönen Effekt. Ich würde aber sagen, dass es für mich, für meine Hautfarbe oder für meinen Ton tatsächlich ein ganz, 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 ganz kleinen Müh zu gelb ist. Ne? Ja, aber da bin ich auch aktuell sehr viel diese ganzen rosa Puder gewöhnt, die einfach so gut bei mir funktionieren. Das ist halt dann einfach auch eine kleine Verwöhnung. Man muss es mögen, dass man dann auch so stark jetzt mattiert wird. Ne? Ich gucke mal, wenn ich mir das leicht mit einem Pinsel auftrage, wie sich das dann so im gesamten Gesicht machen wird. Weil eigentlich will ich diesen Juiciness Glow, den alle Produkte, die ich ja vorher so in mein Gesicht aufgetragen habe, ne, will ich eigentlich behalten. Aber ich möchte nicht, dass meine Haare im Gesicht festkleben, also brauche ich Puder. Also ich weiß auch nicht, ob das jetzt wirklich ein Lipplumper ist, jetzt mal ganz ohne Flachs, ne? Es pflegt halt einfach so ein bisschen die Lippen und macht da einen Gloss-Effekt drauf und eine leichte Färbung. Aber einen wirklichen Plumping-Effekt, dass ich jetzt aussehen würde, als hätte ich da jetzt gerade so ein bisschen nachgeholfen, nie. Aber das Puder, muss ich ehrlich zugeben, gefällt mir gerade sehr, sehr gut in meinem Gesicht. Funktioniert mit allen Sachen, die da drunter sind, auch sehr gut. Dunkelt ein ganz kleines bisschen alles ab. Also, ne, halt eher sowas, was ich nicht unbedingt dann jetzt in der krassesten Situationsgeschichte meines helle Grades verwenden sollte. Aber ich finde, dass meine Base so gut aussieht. Das sieht alles so gesund aus. Ihr seht aber den Unterschied zu meinem Hals, ne? Mein Gesicht ist immer ein Tick dunkler als mein Hals und Dekolleté quasi. Das liegt auch ein Stück weit daran, dass mein Gesicht sehr gut durchblutet ist und ich auch diese leichte Rosazea habe, die leichten Sommersprossen, dann wirkt das halt oft so. Aber was ich auch sagen muss, ich sehe den Blush und ich sehe auch
den Lippenstift-Bronzer noch durch. Ganz verschwunden ist das nicht, ne? Das ist schon mal ganz cool. Dennoch werde ich jetzt noch ein bisschen Blush nachlegen. Da habe ich in der Luxury-Box diesen Blusher Powder Ombre von Jean Darcel drin gehabt. Der ist relativ hell. Das ist auf jeden Fall dieser hier. Der ist halt so ein Blush-Lighter, ne? Das wird jetzt nicht so einen mega krassen Effekt geben. Würde jetzt ja auch nicht so gut passen. Fluffel hier mal kurz ein bisschen rein und hoffe, dass ich nicht allzu viel von dem zu hellen aufnehme. Und trage mir den hier auf. Ja, ein Hauch von. Den sehe ich ja kaum. Das ist ja auch interessant, ne? Aber man sieht ihn schon ein bisschen. Man muss ihn aber schon ordentlich aufbauen, wenn man da auch Farbe sehen möchte, ne? Ansonsten ist es halt eine natürliche Kiste, ist für den Alltag aber wundervoll. Und der Glow, der jetzt hier auf meiner Haut ist, der ist von meiner Base wieder durchgekommen. Wir werden jetzt aber noch ein bisschen Glow nachlegen, denn im April hat auch Odens Eye Mystery Boxen rausgebracht und da kam dieser Nons Highlighter auch zu mir. Damit wird jetzt alles an Natürlichkeit wahrscheinlich verschwinden. Wunderschöne Verpackung. Und hier haben wir halt so einen marmorierten Highlighter. Ich weiß nicht, ob ich was am Pinsel habe. Oh, sehr, sehr viel groben Glitzer kriege ich. Okay, also quasi dieses Rosane, was hier ist, macht sehr, sehr krassen groben Glitzer. Und wenn man da doller durchgeht, dann kriegt man sowas. Das ist ja eigentlich schöner. Ich nehme jetzt mal einen richtigen expliziten Highlighter-Pinsel und versuche auch eher so in diese Zwischendinger zu gehen, wo halt nicht unbedingt das Rosa so drin ist, also dass ich halt feineren Schimmer aufnehme. Also es ist Feenstaub, ne? Nee, also allein aus dieser Entfernung zu meinem Spiegel sehe ich die groben Glitzerpigmente. Das ist wirklich heftig. Das ist eigentlich ganz interessant, weil die Basis davon mag ich richtig gerne. Also das, was quasi hier auch als Champagnerfarben so drin ist, was aber auch so einen leichten grünlichen Touch mit drin hat, ganz interessanterweise. Die ist nämlich so fast transparent. Und das finde ich extrem schön. Also das als Highlighter würde ich hart feiern. Aber die haben hier noch diesen rosa Glitzer mit reingepackt, der das Ganze irgendwie so zunichte macht. Schade. Oh, ich würde es so gern mögen, aber nee. Tatsächlich ist jetzt nicht so mein Fall, leider. Und ich hätte nicht damit gerechnet, dass das Odens Eye Produkt das Produkt sein wird, was ich hier nicht so feiere. Wie gesagt, Augenbrauen, oh, ich glitzer, habe ich jetzt so nicht in Boxen drin gehabt. Da verwende ich die Produkte, die ich halt hier so aktuell in meinem Schminktisch habe. Da ist zum einen hier von Eveline Cosmetics der Micro Precise Brow Pencil in der Farbe Taupe am Start bei mir. Ihr könnt bei Cosmetic for Less diese Marke bekommen. Und dort mit Claudi 15% drauf sparen. Der Code ist immer nur für euch, der ist nicht affiliated, aber die Links zu den Cosmetic for Less Produkten, die sind affiliated. Und hier habe ich jetzt als Augenbrauenfixierungsprodukt von Catrice den Super Glue, ein absolutes Lieblingsprodukt von mir. Gibt es bei Purish, da könnt ihr mit Claudis Welt 10% auf meiner Creator-Page sparen und auch immer auf den auf die jeweiligen Aktionen, die da so laufen, ne, auf die Sale-Aktionen. Und da würde ich mich auch mal wieder freuen, wenn Purish wieder eine Mystery-Box rausbringen würde. Ne? Das gab es ja damals ein bisschen häufiger. Das letzte Mal, dass es so eine Box gab, war ja quasi in Kooperation mit Nicole. Das ist aber auch schon wieder fast ein halbes Jahr her. Eine Firma, die auch immer ganz hart unterwegs ist mit Limited-Edition-Boxen, mit Boxen, Mystery-Boxen, ist Colourpop. Und da hatte ich hier die On Cloud Blue Palette in der letzten Flower Moves Box drin. Also es wird heute etwas blau werden, auch mal etwas Aufregendes für mich. Und ja, von der Umverpackung her diese Plastikgeschichte, das ist eine 9er Palette und die sieht so cool aus, Leute. Ne? Das wird jetzt im Frühling ein schöner, eisiger Look. Frozen lässt grüßen. Ja, so schaut die wunderschöne Palette aus. Oh, ist das nicht beautiful? Ja, ich versuche es jetzt nicht allzu eskalativ zu machen. Kannst du auch gar nicht, ne? Es wird auf jeden Fall blau mit ein bisschen Schimmer werden. In derselben Box hatte ich auch hier diesen E7 Pinsel von Colourpop mit drin. Den werde ich jetzt, ich denke mal, vor allem verwenden, ne? Ich starte mit Play-In. Das ist dieser schön. Ja, es ist eine blaue Palette. Das ist dieser Ton. Dieser Blauton. Ich kann das nicht so gut, dass ich jetzt so die unterschiedlichen Abstufungen euch sage. Muss ich gestehen, bin ich nicht so affin drin. Ja, und den setze ich mir jetzt schon mal direkt auf mein Lid und blende den auch ein bisschen in die Lidfalte quasi mit diesem Pinsel mit rein, dass man da einfach schon mal eine Basis hat. Das bewegliche Lid bleibt weitestgehend frei, weil da kommt ja nachher Glitterglue und ein Schimmerton drauf, ne? Und ich muss jetzt hier auch nicht so allzu präzise mitarbeiten, aber was ist das bitte für ein wunderschöner Babyblauton, oder?
Ich finde, er leuchtet auch so richtig satt. Sehr, sehr hübsch, dieser Ton. Also, ne, nicht wundern, nach oben hin wird gleich noch ausgeblendet, aber die Farbe gefällt mir. Jetzt nehme ich Love Poem, das ist das Liebesgedicht. Setze ich mir hier außen an, um eine kleine Verdunklung reinzumachen. Und den setze ich mir gleich auch direkt an den unteren Wimpernkranz. Dann nehme ich mir den Ice-BB-Ton, das ist dieser helle blaue Ton hier oben. Und nehme den mit einem Blendepinsel auf, um hier einfach die Kante etwas weicher zu zeichnen und die Töne einfach schöner zu verblenden. Ich habe halt unterschiedliche Augen, deswegen mache ich mir irgendwie auch immer die Kante so unterschiedlich. Das ist so bekloppt eigentlich, ne? Nun, gefällt mir aber sehr von der Intensität. Das ist der Hammer. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, also, jetzt habe ich hier von Tombow so einen Katzenzungenpinsel. Das ist dieser hier. Der befand sich in der ultimativen Goodiebox Crushed, auch im April natürlich. Und damit trage ich mir jetzt mein NYX Glitter Glue auf. Das ist jedes Mal im Schminki, zeige ich Ihnen. Der ist einfach super. Das ist einfach ein Produkt, was macht, dass die Schimmertöne besser halten. Gerade bei Colourpop sehr wichtig, denn die krümeln sehr gerne. Boah, der Pinsel ist auch richtig schön. Der ist so hart, aber gleichzeitig weich. Also ganz, ganz angenehm. Und ich meine auch, dass der relativ teuer war. Ich verstehe, warum. Ich würde am liebsten super gerne sehr viel Klemmbim machen. Den gebe ich mir komplett drauf. Oh, das ist einfach dieser Ton hier in der Mitte, der halt auch so richtig flockig schimmernd ist, ne? Und der ist halt grob, aber nicht pieksig grob. Das hat man ja manchmal sonst bei Schimmertönen, ne? Und durch den NYX Glitter Glue kriegt man das eigentlich ganz gut hin, dass der auch hält und jetzt nicht runterkrümeln wird. Oh, ist das schön. Es ist überhaupt kein Frühlingslook, aber es ist so schön. Oh Gott, das ist so krass. Dann nehme ich mir den Ton Blue Taffy. Das ist der ganz, ganz helle Schimmerton hier. Und den setze ich mir in den Innenwinkel. Oh, das ist so ein Blau-Schimmerton. Krass. Ich glaube, die Palette gibt es auch noch bei Colourpop. Kann ich sehr empfehlen, Leute. Die ist wirklich schön. Wobei dieser Ton ist halt eher ein Topper. Den baue ich mir jetzt auch ein bisschen mehr auf. Diffus den auch ein bisschen an den unteren Wimpernkranz, dass das Ganze halt noch mehr icy aussieht. Oh, ja. Was ein fantastischer Look. Ich hoffe, dass mir jetzt der Eyeliner das gleich nicht kaputt macht. Aber allein dieser Schimmer auf meinen Augenlidern haut mich von den Socken. Ich sag's euch. Das ist schon cool. Ja, ich habe in dieser Sephora Favorites Box diesen Huda Beauty Kohlkajal drin gehabt. Also Sephora Favorites aus dem Jahre 2023, konnte man aber dieses Jahr kaufen. Und das ist ein herausdrehbarer Kohlkajal. Ich hoffe, dass er hält und als Eyeliner auch ganz gut funktioniert. Ich meine, der hat sich jetzt auch recht schön auftragen lassen. Ist aber auch noch recht spitz, also von daher ist es halt noch recht fresh. Das sieht okay aus, haut mich aber nicht von den Socken. Auch wenn ich das so ausblende, passt das sogar richtig gut zu dem Look. Besser als wenn ich mir jetzt so einen richtig harten Eyeliner gezogen hätte. Wisst ihr, was ich meine? Ja, das macht schon was aus, ne? Guckt euch das mal an. Mit und ohne Eyeliner. Weitermachen, Claudi. Nicht hier immer nur rumgucken. Da habe ich nicht mit gerechnet, dass das jetzt auch noch so gut funktioniert. Was ist denn heute los? Ich habe Glück. Fixieren wir das Ganze mit dem Pixi Make-up Fixing Mist. Das ist so eine kleine Größe, die hatte ich jetzt tatsächlich auch schon da. War jetzt aber nochmal in dieser Glossy Box Beauty Essentials Box drin. Stimmt, das spuckt. Macht aber ein schönes Finish. Der Akku ist gewechselt, die Wimpern sind gebogen, denn jetzt habe ich zwei Mascaras, die ich mit euch zusammen auftragen werde. Einmal habe ich hier von Anastasia Beverly Hills eine, die war in dem Pink Box Eye drin enthalten. Das ist einmal diese hier. Die hat einfach so ein Faserbürstchen, was ein bisschen tannenbaumförmig zusammenläuft. Und dann habe ich hier von Tarte die Maneater Mascara. Das ist auch so ein Klassiker. Die gab es mit dazu als Goodie, wenn man halt meinen Code verwendet hat und die Blissim Box neu abonniert hat. Ich meine auch mal wieder im April. Das ist ja echt, ja, April. Sehr viel aus April rausgesucht heute hier. Und genau, das ist eine Gummibürste, die sehr martialisch, riesig und fett aussieht und auch wirklich tatsächlich ein schönes Ergebnis macht. Dann probieren wir die beiden mal aus und dann würde ich sagen, ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ich finde beide richtig, richtig schön. Die Anastasia ist übrigens die Lash Sculpt Mascara. Ist ein bisschen
undefinierter, um das mal so zu sagen, aber sie ist intensiver. Und die Maneater macht das Ganze wirklich sehr definiert. Das ist halt das Gummibürstchen, ne? Und die trennt die Wimpern schön, gibt die Länge und so. Also, ne, das einmal merken, wo welche drauf ist. Und ich finde beide aber für sich richtig, richtig schön. Ich glaube, die meisten werden die Tarte Maneater bevorzugen. Ich persönlich bin aber trotzdem auch ein Fan von der Lash Sculpt von Anastasia Beverly Hills, wobei ich die hier wahrscheinlich auch volle Elle gerne mit der in Kombination verwenden würde, was aber ein Hauch dekadent ist, weil das sind beide sehr, 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 sehr teure Mascaras. Ne? Naja, dann gucken wir mal, ob die Lippen jetzt noch ein bisschen, also ja, die bekommen auch noch Farbe, aber eigentlich könnte man hier tatsächlich dieses Lip-Plumper-Gedönsen quasi nachlegen, ne? Aber nein, wir machen das Ganze ein bisschen intensiver. Ja, dafür lasse ich die Haare aber definitiv nochmal zusammen, weil ich werde jetzt 3 Lippenprodukte verwenden. Da habe ich einmal aus der Fairy Box aus dem Monat Januar den Very Vase Lip Liner in der Farbe Emily. Das ist dieser hier und der ist in so einem wunderschönen Braunton. Einfach so ein Stift zum Anspitzen. Oh, der gleitet schön über die Lippen. Ich sag's, wie es ist. Den kannst du theoretisch auch solo tragen, ne? Sieht mega gut aus. Also die Farbe gefällt mir. Dieses Kühle passt auch richtig gut zum Look, theoretisch. Ja, aber wir sind ja nicht zum Spaß, ne? Mega Empfehlung. Definitiv. Ist ja sogar Naturkosmetik. Das finde ich richtig angenehm, wie der sich auf den Lippen anfühlt. Das ist überhaupt nicht dieses Harte, was man sonst von Liplinern kennt. Mega cremig und schön. Macht schön weiße Zähne auch. ja, aber wir toppen das Ganze. Da habe ich von Nude Sticks in der Farbe Sunkissed Pink den Intense Matte Lip and Cheek Pencil. Ich verwende den jetzt nur für die Lippen. Ne? Das ist eine kleine Größe mit, ich glaube, 2, also es ist schon eine Full Size, die 2,8 Gramm. Und der befand sich in der Look Fantastic Muttertags Edition, die ich ebenfalls natürlich im April geöffnet habe. Der passt zum Lip Liner und intensiviert halt nochmal die Deckkraft ein bisschen. Und der fühlt sich auch super angenehm auf den Lippen an. Also das wäre eigentlich auch schon genug. Natürlich wäre das genug und ich hätte auch gar keinen Lip Liner dazu gebraucht, weil das ja eigentlich schon Pencil ist. Aber ich habe einfach ziemlich viele Lippenprodukte, die ich mit euch zusammen noch ausprobieren möchte. Wie dem auch sei, hier habe ich aus einer Notino Box, und ich glaube, das war die Valentinstags Limited Edition, genau, von Rimmel London, Oh My Gloss. Das ist in der Farbnuance 130 Pearl Glossy Cat. Das steht hier drauf. Und den tupfe ich mir jetzt, glaube ich, einfach nur ein ganz kleines bisschen so auf die Mitte, um da nochmal diesen Glossy-Effekt zu verstärken. Das passt halt auch, ne? Das ist ein schöner, kühler Nude-Ton. Ich feiere gerade diese Lippenkombi. Man braucht das nicht alles, ne? Aber das sieht so schön aus. Wer denkt, wir wären fertig, der irrt gewaltig. Denn wir haben auf jeden Fall hier von Avant das Persian Sunset Parfum. Das befand sich in der Glossy Box im Februar, also so in dieser Valentinstagsgeschichte. Ne? 10 ml haben wir von dem Eau de Parfum hier drin. Ja, stimmt, das hatte ich, glaube ich, auch gesprüht beim Unboxing. Das mochte ich. Nee, das habe ich nicht gesprüht. Stimmt, da hatte ich so eine Erkältung, da habe ich nichts gerochen. Ne? Oh, das riecht angenehm. Das ist so ein ganz sanfter, edler Duft. Leicht orientalisch. Ein wundervoller Kannst-du-immer-tragen-Look. Look vor allem, ne? Duft. Der hat auch was leicht, ganz, ganz leicht Süßliches mit dabei. Ich bin auch mal gespannt auf die Haltbarkeit. Aber gut, ja, ich drehe jetzt gleich hier noch ein paar Filmchen hier. Ich persönlich bin mit diesem Look, mit diesem Gesicht einfach so irre zufrieden, dass mir meine Haare gerade vollkommen Pelle sind. Denn das hat so gut funktioniert. Ich bin baff. Also das Einzige, was mich wirklich enttäuscht hat, das hätte ich im Leben nicht gedacht, ist tatsächlich der Highlighter von Odin's Eye. Alle anderen Produkte finde ich wundervoll. Der Blush möchte noch ein bisschen angeschaut werden, ob der irgendwie noch irgendwie haltbar ist. Weil so ist es halt alles sehr dezent, ne? Aber allein diese Lippenstift-Bronzer-Geschichte, dass ich die immer noch sehe, finde ich großartig. Ich bin begeistert. Also tatsächlich, huch! Fall doch nicht einfach so um. Mein Fazit tatsächlich ist einfach auch so ein Stück weit, die Beautyboxen machen sich, keine Frage. Also die hören immer mehr auf uns, weil die müssen auch immer mehr kämpfen, weil der Boxenmarkt ist so hart umkämpft, wenn da jetzt irgendwie eine Box meint, den Dicken markieren zu müssen und nur ihren Schuh durchzuziehen und nur irgendwie irgendwelche Produkte reinzupacken, die günstig einkaufen, um die an uns weiter verramschen zu können. Gönnen sie halt nicht mehr. Ne? Also da haben sie halt Konkurrenz bekommen von vielen Seiten, was ich persönlich einfach positiv finde. Denn wir als Konsumenten merken es. Ne? Schreibt mir gerne auch
eure Meinung zu den Produkten, vielleicht habt ihr sie selber ja auch schon getestet, in die Kommentare rein und auch vielleicht euer Empfinden so zu Beautyboxen und deren Entwicklung. Das würde mich echt mal interessieren. Ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.